Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Darksiders 2. Wir gehen dann nochmal runter. Müssen wir das hier nochmal reinschieben? Ja, ne? Und, hallo? Bist du nicht, oder? Ist heute nicht so dein Tag. So, diesmal wissen wir ja zumindest die erste Phase, was wir machen sollen. Ah ja, Gnaschi. Gnascher. Gnascher. Arschhol. Komm, Digga. Junge, du willst es doch. Immer. Komm raus. Kommst du raus? Oder nicht? Hast nicht so Lust heute, oder was? Aber wie lange soll ich denn hier? Abgesehen davon ist er natürlich nicht so schwer am Anfang, aber dann kommt ja das, wo er sich immer wieder ein bisschen auflädt, der Pimmel. Was wir nicht so viel schön finden. So. Da ist halt schwierig. Man müsste wissen, was man machen muss. Nein. Aber ist egal. Wir holen unsere Viecher. Wir holen die Boys. Ja. Die richten das dann schon. Lass das mal, Digga. Ah, jo. Ja. Mhm. Nett, danke. Hab ich mir gewünscht. Oh, 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 das ist neu. Das kennen wir noch nicht. Okay. Okay. Vielleicht sollten wir das machen. Wo ist er? Wo ist er? Ah, ja, da ist er. Da war er. Ja, da ist er. Ja, mhm, ja. Kommt er immer hinten? Okay. Okay. Okay, dann ist er wieder er. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist, oder was? Ja, lass mal die Boys in Ruhe. Ja, die sind nur ein bisschen explosiv. Das ist ein ganz explosiver Kreis hier, wenn du mit denen verkehren willst. Autsch. Na schon. So, okay. Das macht er jetzt wieder, ne? Ah ja. Okay, ist bis jetzt dann doch relativ einfach. Er macht doch zum Glück wenig Schaden dabei. Kommt er jetzt wieder, oder? Okay, jetzt macht er wieder den hier. Leute, aufhören! Lass mal solche Sachen, Junge. Dann im Wald. Selber. Nicht bald. Vielleicht. Was denn nun wieder? Oh, okay. Brudi! Okay. Stufe aufgestiegen. Yeah. Der goldene Schädel.
Verteidigung und Kraft hoch. Nehmen wir mal mit, wir gucken mal. Das war. Was war denn das? Hier? Ja, wir haben aber das. Erfahrung und gefundenes Gold. Hier geht aber die Kraft und die Verteidigung geht ordentlich hoch sogar. Und Crit Damage bleibt. Dann nehmen wir erstmal das. So, und jetzt? Oh, eine Kiste. Chaos fangen. Das hört sich nett an. Hört sich nach einem netten kleinen Wäffelchen an. 200%. Und 20% Crit Damage. Da möchte ich das doch direkt mal. Ne? Hat zwar weniger Grunddamage, aber bei mehr Chance auf Crit Damage und 373% Crit Schaden dann. Also da ist das Ding dann schon ein bisschen besser. Aber was nun? Sollen wir jetzt wieder dahin? Nö. Was nun? Meine Freunde. Wir haben irgendeinen Schädel bekommen. Und der Vogel hockt ja da, also müssen wir hier sicher irgendwie was machen. Ne, jetzt guckt der Vogel natürlich da hinten rum. Was auch sonst. Da oben. Wo sollen wir denn hin? Vögelchen. Verrate es mir. Sonst werde ich hier zum Tier. Zeigt mir halt auch gar nichts an. Oder soll das schon der Champion gewesen sein? Soll das der Champion gewesen sein? Kann ja nicht euer Ernst sein dann, ne? Er zeigt halt auch nichts an. Hier zeigt er an. Aha. Da können wir doch bestimmt eine Schnellreise hinmachen. Wir sind nämlich faul. So. Moin, Brudis. Ich mache ich erstmal wieder alles kurz und klein. So, noch ein Heiltrank ist super. Ich hatte so sehr gehofft, du würdest nicht zurückkehren. Was ist nun mit dem Champion der Arena? Er wird dich nicht mehr unterhalten. Nein, unmöglich. Ich glaube, dein König wird mich jetzt empfangen. Ich kann dich nicht abweisen. Tja. Nach den Lebenden, Reiter, nach längst fälligen Seelen. Du bist hier nicht willkommen. Schade, ich fing gerade an, es hier zu genießen. Dann bist du noch nicht lange hier. Milliarden Seelen bevölkern mein Königreich. Die ganze Menschheit heult nach Vergeltung. Doch ich sehe, du bist mit solcher Musik bereits vertraut. Was willst du denn von mir, Reiter? Zeig mir den Weg zum Quell der Seelen. Was willst du dann dort?
Macht über Leben und Tod? Oder hoffst du auf Absolution, Brudermörder? Ich frage mich, wo die Seelen deiner Brüder sind, denn sie haben mein Reich niemals passiert. Dein Reich braucht wohl kaum weitere Untertanen. Wohl wahr. Und doch muss ich mich dem Geschmeiß ohne meine Fürsten stellen. Das ist nicht mein Problem. Mach es zu deinem Problem. Dann erfülle ich dir deine Bitte. Finde meine drei Fürsten der Toten und erwecke sie aus ihrem Schlaf. Das wird sie dir gefügig machen. Bring mir die Fürsten zurück, damit sie die Last mit mir teilen. Na, das werden die ja sicher liebend gern machen. Zu Befehl habe ich als Errungenschaft. Dann, wenn weiter nichts ist, wo sollen wir denn da jetzt hinführen? Hier runter. Gehen wir da mal suchen. Man hat ja sonst keine Hobbys, ne? Außer irgendwelche Leute suchen. Ach, warte mal, da können wir ja gleich mal. Ja. Ja, das ist doch hier, ne? Unmöglich. Das ist doch durchaus schmackhaft. So, die kritischen davon. Ist natürlich nicht so stark wie die kritischen hier. Aber. Was ist das? Das ist eine andere Geschwindigkeit. Die Orangengeschwindigkeit macht man natürlich auch mehr Treffer und somit am Ende noch mehr Schaden. Oh hey, das sieht ja sehr freundlich aus hier wieder. Ulis, macht ihr das mal? So. Weiter geht's. Noch mehr Mummis. Greifen die eigentlich auch von selbst an, oder? Ja. Auf die Mumien. Komme ich nicht. So. Apropos, wir haben ja ein Level-Up gehabt. Irgendwann einmal. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier aufleveln will. Da oben das. Vielleicht mal. Und den Rest, was wir hier noch so erleben. Sind wir in der nächsten Folge. Ich würde gerne das hier mal. Wird nämlich schon besser. Wobei das andere hat 50% kritischen Schaden. Also da müssen wir wohl viel opfern. Gesundheit pro Kill ist auch gut.
Zorn bei kritischen Schadtreffern, ja. Ja, pusht auch nochmal ordentlich hoch. Können wir noch immer was aussuchen? Ein Talisman, ja. So, ist auch schon fast auf Höchststufe. Der kritische Schaden, dazu noch Crit Rate bei dem hier, ist halt besser, ne? Ist halt besser. Und was wir sonst noch so sehen, sehen wir in der nächsten Folge von Darksiders 2. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.